2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnsporen, 7 Zehntel einer Warzenschweinwarze und eine Prise Hexenkraut. Bitte sei vorsichtiger, Schlaubi. Dieses könnte die wichtigste Formel sein, die ich je geschlumpft habe. Sag mal, Papa Schlumpf, was ist es denn? Es ist eine Unsichtbarkeitsformel. Damit können wir Gargamel für immer lächerlich machen. Davon erholt er sich nie. Leider erfordert diese besondere Formel ganz genaues Abmessen, lästige Zeitplanung und genaues... Sei nur ein bisschen vorsichtiger mit dem Hexenkraut, Schlaubi. Ich bin stets der Meinung, das Höchstmaß an Bildung erreicht man durch Versuche und Fehler. Findest du nicht auch? Es sind lediglich die Fehler, die mir Sorgen machen. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnsporen, 7 Zehntel einer Warzenschweinwarze und eine kleine Prise Hexenkraut. Au! Hey! Pass auf! Klamsi! Sag doch mal was, Klamsi! Geht's dir gut? Oh, ich fühle mich nur ein bisschen schwindelig, Schlaubi. Klamsi ist in Ordnung, aber meine Notizen sind völlig ruiniert. Ah, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Ich kann mich nicht einmal mehr an die Grundzutaten erinnern. Ich weiß sie noch, Papa Schlumpf. Ja, wirklich? Ja, Unsichtbarkeitsformel. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnsporen, 7 Zehntel einer Warzenschweinwarze und dann noch eine Prise Hexenkraut. Das ist eine Prise Hexenkraut und zwar ganz genau. Wie kann er das nur alles wissen? Es scheint, die Explosion hat Klamsis Gedächtnis verändert. Wenn das so ist, kann ich die Formel jetzt sofort neu mischen. Ja, schon, aber wenn du mich fragst, gehen wir ein großes Risiko ein. Du kennst auch Klamsis Gedächtnis, Papa Schlumpf, oder? Das geht schon in Ordnung, Schlaubi. Ich werd's versuchen. Aber Papa Schlumpf! Und wenn ich recht habe, wird Klamsis neues Gedächtnis von nun an viele Dinge hier viel schlumpfiger machen. Melasse, Azrael, ist der wichtigste Bestandteil meiner Sirupfalle. Endlich habe ich herausgefunden, was man braucht, um diese unzivilisierten kleinen Schlümpfe auszurotten. Und sollten sie jetzt den hübschen Weg da unten lang gehen, werden sie dank der Melasse nicht nur an ihm kleben bleiben, sondern auch noch besonders köstlich schmecken. So, das dürfte reichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Klamsis Berechnungen richtig sind, liegt unter uns gesagt außerhalb des Bereiches des als möglich Vorstellbaren. Hä? Wo ist er? Hier, meine kleinen Schlümpfe. Meine Formel funktioniert perfekt. Schlaubi, Papa Schlumpf ist unsichtbar. Na, das sehe ich doch. Wenn meine Theorie richtig ist, wird Klamsi alle wichtigen Schlumpfinformationen auswendig lernen können. Dadurch kann keine Information verloren gehen. Sie steht uns zur Verfügung, wann immer wir sie benötigen. Wir werden mit den wichtigsten Formeln beginnen. Ich werde sie deinem magisch vergrößerten Gedächtnis einlesen. Papa Schlumpf, du bist ja gar nicht mehr unsichtbar. Die Wirkung hält nur sehr kurz an. Aber dank deiner neuen Fähigkeiten kann ich es jederzeit wiederholen. Also, jetzt lasst uns mit der Grundbeschwörung anfangen. Alles ist fertig, Azrael. Nur ein kleiner Ruck an meinem Sirup wiegt Tau. Und schwupp gehören die kleinen blauen Kerle mir. Durch dieses Horn werde ich genau hören, wann sie kommen. Achtung! Alle herhören! Alle Schlümpfe versammeln sich auf dem Dorfplatz für Papa Schlumpfs Bekanntmachung! Also, meine kleinen Schlümpfe, meine Unsichtbarkeitsformel ist endgültig ein Erfolg. Ja! Ich muss jedoch sagen, dass ich es nicht ohne meinen noblen Assistenten geschafft hätte. Ja, Ehre wem Ehre gebührt, sage ich immer. Die Menge erwartet jetzt natürlich eine Rede von mir. Es ist dein Verdienst. Lieber Klamsi-Schlumpf. Hallo, alle miteinander. Hallo, Klamsi. Seit einer Explosion in meinem Labor hat Klamsi das perfekte Gedächtnis. Das werde ich nie vergessen. Klamsis neues Talent kann uns allen helfen. Sein Gehirn hat schon all meine magischen Formeln gespeichert, einschließlich der Unsichtbarkeitsformel. Oh, das ist ja nicht zu glauben. Das alles kann er auch für euch tun. Handy, Klamsi kann all deine Baupläne speichern. Scheint eine ausgezeichnete Idee zu sein.
Farmi, lass Clumsy all deine Bepflanzungspläne festhalten. Es liegt ganz in meinem Interesse, aus jeder Weinlese eine Rekordernte zu machen. Poeti, er wird all deine Gedichte auswendig lernen. Ah, und damit der Nachwelt erhalten. Torti, du kannst ihm all deine Rezepte nennen. Meine Kuchen, meine Puddings, meine Pasteten. Schlumpfine, lass Clumsy deine Blumen katalogisieren. Damit könnte ich wirklich sehr viel Zeit sparen. Was ist das für ein schlumpfig Ding? Der Clumsy hat alles im Kopfe drin. Nachwelt, du wirst von uns hören und alles wird dich sehr betören. Was ist das für ein schlumpfig Ding? Der Clumsy hat alles im Kopfe drin. Nachwelt, du wirst von uns hören und alles wird dich sehr betören. Was ist das für ein schlumpfig Ding? Der Clumsy hat alles im Kopf. Was mach ich denn da? Wer singt da nur? Das können doch nur diese widerlichen, glücklichen Schlümpfe sein. Gut, sie haben aufgehört. Ich fühlte schon Ekel aufkommen. Wenigstens wissen wir jetzt, dass sie in der Nähe sind, Asael. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis einige der kleinen blauen Barbaren hierher kommen. Wenn sie erst mal auf meinem Sirupweg leben, werden sie für mich singen zum Festschmaus. Haha! Wir schlumpfen uns einen neuen Tag, denn die Zukunft ist bald da, die ich mag. Wir schlumpfen uns einen neuen Tag, denn die Zukunft ist bald da, die ich mag. Oh, Poetin, das war aber poetisch. Und was bedeutet es? Frage nicht nach wie und was. Lerne es, denn das macht Spaß. Oh ja, natürlich. Ich hätte es fast vergessen. Eine Tasse Weizenkeimmehl und zwei frische Rotkehlcheneier. Eine Tasse Weizenkeimmehl und zwei frische Rotkehlcheneier. Ich glaube, das ist jetzt genug Clumsy. Alles von Apfelklößchen bis Zucchini à la Schlumpf. Narzissen, Gänseblümchen, Löwenzahn, Chondra. Oh je, können wir nicht eine kleine Pause einlegen? Aber ja, was ist denn los, Clumsy? Ich krieg langsam Kopfschlumpfen. Es macht wirklich keinen Spaß, ein Genie zu sein. Aber denk an die Arbeit, die du jedem Schlumpf abnimmst. Alles, was den Schlümpfen wichtig ist, hast du gespeichert. Einschließlich Papa Schlumpfs Unsichtbarkeitsformel. Unsichtbarkeitsformel? Hast du das gehört, Asrael? Diese Unsichtbarkeitsformel wird meinem Sirupfallenplan doppelt nützlich sein. Du bist ein sehr wichtiger Schlumpf geworden, Clumsy. Aber wenn du nicht glücklich bist, tja... Ja. Jetzt hab ich euch! Du hast also Papa Schlumpfs Unsichtbarkeitsformel auswendig gelernt. Nun, ich kenne deinen Weg, der Schlümpfe zum Plaudern bringt. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Nun, es funktioniert wirklich. Clumsy muss mir helfen, noch mehr zu schlumpfen. Papa Schlumpf, ich hab dich überall gesucht. Gargamel hat Schlumpfine und Clumsy gefangen. Was? Und er weiß, dass Clumsy deine Unsichtbarkeitsformel kennt. Wenn Gargamel die Formel in die Hände kriegt, werden wir ihn nie mehr kommen sehen. Hefti, Farmi. Und jetzt soll das kleine blaue Vogelhirn wie ein Kanarienvogel singen. Kein Gehirn kann meiner Wahrheitsformel widerstehen. Ich nenne es... Plapperbad. Ein Plapperbad? Sag ihm nichts, Clumsy. Also los, kleiner blauer Plappermann, fang an zu plappern. Ich wurde geboren vor langer, langer Zeit. Ah, musst du denn wirklich am Anfang beginnen? Dann erinnere ich mich an die Zeit, als Gargamel versuchte, Papa Schlumpf in eine Kröte zu verwandeln. Monatelang war der dämliche Gargamel mit Warzen überdeckt. Mach schon weiter, mach schon weiter! Ich hoffe, dir fällt der Himmel auf den Kopf, du widerlicher Dummbeutel! Wenn ich erstmal die Unsichtbarkeitsformel habe, dann werde ich mit Schlumpfina auf meinem heißen Grill feiern. Wie weit ist es denn noch, Papa Schlumpf? Spar deinen Atem. Wenn wir zu spät kommen, wird Gargamel die Formel haben, nach der er sein ganzes scheußliches Leben lang gesucht hat. Wir kommen zur Unsichtbarkeitsformel. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnspuren, 7/10 einer Warzenschweinwarze und eine Prise Hexenkraut. Tja, meine kleinen Schlümpfe, er hat die Formel. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe noch 4 Tropfen. Es ist unsere einzige Chance. Also hoffen wir, dass es klappt. Was ist das für eine herrliche Sache, mit der ich alles unsichtbar mache? Wenn ich der größte Hexer aller Zeiten werden soll, dann benötige ich etwas mehr Ruhe. Oh!
Dank, Schlumpfine. Ich bin's, Hefty. Mach dir keine Sorgen, Clumsy. Dein bester Freund würde dich nie im Stich lassen. Blöder Kater, also wo waren die... Wie konnte sich denn der Stuhl bewegen? Was zum Teufel geht hier vor? Au! Glaubi, du bist sichtbar. Also dann, bis bald, Gargamel. Ach so, ihr seid also entkommen. Macht nichts, ihr kleinen blauen Spaßvögel. Ihr vergesst, dass ich die Unsichtbarkeitsformel bereits habe. Na also, die Unsichtbarkeitsformel hat schlumpfastisch funktioniert. Ihr solltet ins Dorf gehen, damit Clumsy dank der Formel allen helfen kann. Was für eine Formel? Na, die in deinem magisch vergrößerten Gedächtnis. Was für ein Gedächtnis? Ich glaube, Gargamels Klapperbad hat offensichtlich Clumsys Gedächtnis leer gewaschen. Oh nein! Jetzt hat nur Gargamel die Formel. Nicht ganz, meine kleinen Schlümpfe. Als wir nämlich unsichtbar waren, habe ich Gargamels Abschrift der Formel ein klein wenig umgeschrieben. Ein Pfund Hexenkraut. Unsichtbarkeitsformel. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahn, Sporen, 7 Zehntel einer Warzenschweinwarze.